Hallo lieber Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute wieder bei meinen Eltern hier im Garten, denn ich habe eine Überraschung für meine Eltern mitgebracht. Ich habe zum Testen einen Robotermäher. Ich habe einen Robotermäher bekommen zum Testen, den Aimo. Und den werden wir heute hier mal bei meinem Vater installieren. Eine kleine Testregion hier abstecken und mal schauen, wie der Mäher mit der Schräge von meinem Vaters Rasen zurechtkommt. Ihr habt ja hier mein Video gesehen. Da habe ich bei meinem Vater gemäht und da habt ihr auch diese extrem Schrägen gesehen und das ganze verwindete Grundstück. Und jetzt bauen wir hier mal den Robotermäher auf. Mal schauen, ob das funktioniert. Viel Spaß dabei. Bis gleich. Yeah! Da ist er. Der Aimo von Stihl. Und zwar der 422PC. RMI 422PC. PC, vielleicht Personalcomputer. Also auf jeden Fall mit einer App verbindbar. So, jetzt schmeiß ich mal auf den Rasen drauf. Die Position der Dockingstation soll schattig, geschützt und waagerecht installiert sein. Und der braucht 60 cm Abstand. Also, und ich finde auch, dass er irgendwo aus dem Weg raus sein muss. Ja, genau. Ach, da. Ja, da soll das Kabel rein, okay. Ah, okay. Gut. Hier ist der Kabelausgang. Gut. So, und dann soll er da irgendwie reingeklemmt werden. Ah ja, in diesen Haken geklemmt werden und dann wird er hier rausgeführt. Gut. Sehr schön. 1,50 Meter. Hämmerchen? Ja. Perfekt. Du machst das aber sehr gut, Andreas. Danke. Danke. So. Ja, es ist ganz schön eine Fummelei. Also okay. So. Die musst du noch abisolieren. Nee, soll man nicht. Soll man nicht, gut. Soll man reinstecken und dann einfach runterdrücken. Ja. Jetzt geht's los. So, hier kann man jetzt die Höhe verstellen. Von 8 bis 1. Aber mach mal 3. Die minimale Schnitthöhe sind 2 cm. Oh, das ist sehr gut. Das hört sich schon mal sehr gut an. Abisoliertes Drahtende. Also dann meine Stecker rausnehmen, bitte. Abisoliertes Drahtende. Abisoliertes Drahtende reinstecken. Thank you.
Gut? Ja. Wir sind höher noch, so. Genau 62. So, nur ausrechnen. Damit kriegst du einen Teppel. Ja, ja, eben. Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Guck dir das an. Wie er sich da ausrichtet. Ja, 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 ja. Oh, der ist richtig scharf. Also, wir können mal gucken, wenn man ihn feststellt. Ah ja. Siehst du das? Ja. 2 Meter mit 1,6. Nee, 20 mm ist das Minimum. Ja, das war das Video Mähroboter. Ein kleines Video zum Einsatz eines Mähroboters hier auf solchen extremen Rasenflächen. Ja, er hat es ganz gut gemacht. Er hat am Ende doch noch die schräge Rasenfläche sehr gut gemäht. Wir haben nochmal nachgemessen, wie ihr gesehen habt. Wir haben tatsächlich, was war das jetzt? 17,2 Grad, also irgendwas um die, das waren das 32 Prozent Steigung. Also das hat er noch ganz gut gemacht am Ende. Einmal hat er kurz aufgehört und dann weiter gemäht, weil es vom Neigungssensor zu schräg war. Der Neigungssensor drin, die Maschine. Ja, wir haben jetzt hier auf so einer mittleren Stufe gemäht. Ich würde mal sagen, so auf 35, 40, ja, vielleicht so 40 Millimeter Schnitthöhe. Er braucht, um die Fläche komplett abzumähen. Und jetzt ist der Akku alle. Ja, 1800 Euro für so ein Gerät ist eine Stange Geld, finde ich. Wirklich viel Geld. Ist natürlich auch viel Technik dran. Muss man sich überlegen. Mein Vater findet es gut. Er möchte so ein Ding haben. Jetzt schauen wir noch mal, ob wir das Ding ein bisschen günstiger kriegen. Das war's soweit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!